Herzlich willkommen zu unserer ersten großen Tour des Jahres in die Normandie. Wir durchfahren die Region von Ost nach West und erkunden nicht nur die Küste, sondern auch das Hinterland. Im ersten Teil habt ihr gesehen, wie stürmisch uns die Alabasterküste begrüßt hat. Wir sind von Le Tréport nach Fécamp gefahren und haben dort eine Spezialität probiert. Im zweiten Teil wandern wir entlang der Kreidefelsen von Étretat, bummeln durch die Altstadt von Rouen und erkunden die Klosterruine Jumièges. So schön, dass ihr wieder mit dabei seid! Wir starten bei herrlichem Wetter in Fécamp und fahren entlang der Alabasterküste zu unserem heutigen Tagesziel Étretat, das nur 20 Kilometer entfernt ist. Auf diesem Abschnitt verläuft die Straße relativ weit entfernt von der Küste und man hat mit einem Camper kaum die Möglichkeit, am Ende kleiner Stichstraßen anzuhalten. Stört uns aber auch nicht, denn wir wollen ja gleich in Étretat an den Klippen wandern gehen. Allerdings ist auch dort das Kurzzeitparken mit dem Campervan unmöglich, noch dazu an so einem sonnigen Tag wie heute. Im gesamten Ort sind die Parkplätze nur für PKWs erlaubt und so fahren auch wir den offiziellen Stellplatz an. Selbst jetzt in der Nebensaison sollte man zwischen 10 und 12 Uhr anreisen, um noch einen Platz zu finden. Wir haben Glück und erwischen den letzten um 14 Uhr. Es gibt eine VE-Station außerhalb, die auch ohne Stellplatzgebühr genutzt werden kann. Alternative wäre der benachbarte Campingplatz, der aber pro Tag mehr als 20 Euro ohne Strom kostet. Nun haben wir einiges an Laufstrecke vor uns. Alleine bis zum Strand von Étretat sind es schon 1,5 Kilometer. Je näher wir dem Ortszentrum kommen, umso größer wird die Menschenmenge. Der nordöstliche Küstenweg sieht nach einer wahren Völkerwanderung aus. Also nehmen wir lieber den westlichen, auch wegen des Sonnenstands zum Filmen. Vom Strand aus kann man schon das bekannteste Felsentor, das Port d'Aval, sehen. Natürlich sind wir auch hier nicht die Einzigen, die den Weg hinauf wollen. Killing time, Friday night. Found a photograph of us. Without cares and worn out clothes. Doesn't seem so long ago. Now I'm just sitting here bored at home. Really got me thinking of the times we took off on the road. I can't remember where we headed that night. We were cruising around town in Memphis, running the lights. I just know how it felt. I won't forget that. Windows down and open top. But we were clever not to take it too far. Though it's hard not getting tempted, calling you up to see how you've been. Cause don't I miss you. All those things we did back then. Time.
Friday night, found a photograph of us. I can't remember what we did that time. We were spending one night in Venice. It just slipped my mind. I just know how it felt. I won't forget that. Windows down and open top. But we were clever not to take it too far. Though it's hard not getting tempted. Was uns etwas ärgert? Adriano hat trotz des starken Windes mit der Drohne so schöne Aufnahmen der Felsenbögen gemacht. Aber die Kamera hat nicht aufgezeichnet. Gemerkt haben wir das leider erst abends. Jetzt wären wir gerne in Etretat einen kleinen Aperol trinken gegangen und eine Kleinigkeit naschen. Aber da gibt es nur diese Restaurants und Bars mit den bunten Bildern vom Essen. Draußen vorm Eingang, das ist gar nicht so schön. Unser Kühlschrank gibt aber noch eine schöne Käseplatte her. Prost, Markus. Prost, Markus. Und nochmal danke für den Wein. Dankeschön für den Wein. Du weißt Bescheid, der Markus, der gemeint ist. Viel passiert hier heute nicht mehr. Adriano muss etwas arbeiten. Ich lieg auch hinten auf dem Bett und schneide Videos. Und Sunny stecken die 7 Kilometer ebenfalls in den Knochen. Der nächste Morgen begrüßt uns mit trübem Wetter, sodass wir beschließen, die 90 Kilometer entfernte Stadt Rouen anzuschauen. Gut, dass wir die französische Umweltplakette haben, denn im Großraum der Stadt wird diese verlangt. Was es mit der Plakette auf sich hat, habe ich euch im ersten Teil ausführlich beschrieben. Im alten Rouen, früher Stadt der 100 Kirchtürme genannt, sind noch ca. 2000 Fachwerkhäuser aus dem Spätmittelalter erhalten. Zentral gelegen findet man die gotische Kathedrale mit ihrem 151 Meter hohen Turm. Bis zur Fertigstellung des Kölner Doms 1880 das höchste Gebäude der Welt. Bei unserem Besuch ist leider dieser Turm gerade eingerüstet. Im Inneren findet man einen Steinsarg mit den Überresten von Richard Löwenherz, zumindest seinem Herzen, denn einer alten Tradition folgend wurde sein Leichnam geteilt und Körper, Herz und Eingeweide an 3 verschiedenen Orten beigesetzt. Etwas makaber wird es auch beim ehemaligen Massengrabfriedhof Etre Saint-Maclou aus dem 16. Jahrhundert. Zu Zeiten der Pest gab es so viele Tote in Rouen, dass man um den Innenhof eine 3-stöckige Galerie baute und dort die Gebeine der Toten sichtbar aufbewahrte. Auch heute noch schmücken Totenschädel und Knochen die Balken. Gefährlich ging es früher in den engen Gassen zu, die auch Coupe-Gorge genannt wurden, was so viel heißt wie Kehle durchschneiden. Ohne Fluchtmöglichkeit ging es hier um Geld oder Leben. Und bist du lebend durchgekommen? 3 Tote liegen drin. Eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Rouens ist die mehr als 500 Jahre alte große astronomische Uhr, deren Uhrwerk immer noch intakt ist. Sie hat einen Durchmesser von 2,50 Meter und zeigt nicht nur die Zeit, sondern auch die Wochentage und die Mondphasen an. Die Spitze des Zeigers schmückt ein Lamm, Wappentier der Stadt. Alten Markt, dem Platz, an dem Jeanne d'Arc verbrannt wurde, steht zu ihren Ehren seit 1979 die nach ihr benannte Kirche.
Die Form des Daches soll an die Rauchwolken und Flammen des Scheiterhaufens erinnern. Mit dem Wetter haben wir unglaubliches Glück gehabt und den Schirm brauchten wir nicht. Nach 8 Kilometern qualmen jetzt aber unsere Füße und wir laufen zum Schorschi zurück. Zum Abschluss fahren wir noch zum Aussichtspunkt mit Blick auf die Altstadt. Dieser Anblick diente Claude Monet als Vorlage für eines seiner berühmtesten Gemälde. Ob er es gut getroffen hat, entscheidet selbst. Unseren Schlafplatz finden wir direkt an der Seine. Wie es dort aussieht, zeigen wir euch morgen. Bonjour zusammen! Wir melden uns von einem Schlafplatz direkt an der Seine bei strahlendem Sonnenschein. Schöner kann es mal wieder nicht sein. Allerdings nur bis 16 Uhr, dann regnet es wieder. Gestern bei dem trüben Wetter in Rouen haben wir ja den Stadtbummel gemacht. Aber das war genau das Richtige, glaube ich, für das Wetter. Und heute müssen wir bis 16 Uhr diesen Sonnenschein ausnutzen und die Klosterruine Jumièges anschauen. Die ist hier ganz in der Nähe. Ich hoffe, wir können ein paar schöne Bilder für euch einfangen. Zuerst machen wir aber noch einen kurzen Stopp bei der Abtei Saint-Georges hier am Ort. Die Kirche ist innen hell und schlicht, der Garten mit seinen Apfelbäumen soll sehr sehenswert sein, ist aber leider geschlossen. So musste die Drohne für uns mal wieder einen Blick hineinwerfen. Die Anzahl der blühenden Bäume hält sich aber sehr in Grenzen. An so vielen Orten ist hier Hundeverbot und ich werde die Ruine alleine besichtigen. Adriano geht mit Sunny zum Van zurück. Jetzt darfst du nicht rein. Sunny. Sunny. Jo. Sunny hat den Weg gefunden. Jo. Das im Jahr 654 gegründete Benediktinerkloster Jumièges gilt als schönste Ruine Frankreichs. Mehrmals zerstört und wieder aufgebaut, wurde es nach der Französischen Revolution als Steinbruch genutzt. Die Überreste sind gegen Eintritt zugänglich und erfreulicherweise wenig besucht, sodass ich fast alleine durch das Gelände streifen kann.
Ich hoffe, ich konnte die ruhige Stimmung, die das Kloster auf mich ausgeübt hat, etwas rüberbringen. Für uns geht es jetzt bei einsetzendem Regen zu einem speziellen Restaurant einer Metzgerei. Im Le Clandestin, einer sogenannten Fleischbar, sucht man sich sein Steak aus einer Vitrine aus und bekommt es kurze Zeit später auf den Punkt zubereitet serviert. Et ça, c'est faux filet. Ah, votre côté. Oui. Mais vous pouvez, après 250 grammes, ouais. Ça va? Elle peut? Bien sûr. Bien sûr. Bon. Très bien. Anglais, English? Non, Suisse. Suisse. Suisse et Allemagne. Suisse allemand. Oui. Suisse. Les voisins. La sauce. Béarnaise. 200. 200 grammes. 200. Et 240. 240, si. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ohne Dessert kommen wir auch hier nicht raus. Das war ein sehr feines Essen. Sehr lecker. Jetzt heißt es nur noch schnell einen Schlafplatz finden. Wir danken euch, dass ihr uns bis hierhin begleitet habt. Detailinfos findet ihr wie immer im Blog auf unserer Homepage und freuen uns, wenn ihr auch beim dritten Teil wieder zuschaut. Dann geht es an die D-Day-Strände und weitere schöne Küstenabschnitte der Normandie. Bis bald!